neuen Video. Und zwar werden wir heute dieses Schmuckstück hier wieder verwandeln in Raufaserweiß, wie es die meisten Mietwohnungen bzw. die Genossenschaften haben möchten, weil, wie ihr sehen könnt, ich ziehe um. Ein neues Video dazu folgt natürlich auch. Und zwar werden wir heute diese Wand tapezieren, streichen nicht, nur tapezieren, aber hier ist natürlich Tapete drauf. Damals, weil ich es mir schön machen wollte und natürlich auch qualitativ hochwertig, habe ich natürlich die Wand zweimal glatt gespachtelt, schön grundiert und dann mit einem Gewebekleber und einer Fließtapete tapeziert. So, das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich bekomme die Tapete nicht mehr runter und wenn, dann nur in ganz kleinen Stücken, weil die Oberfläche ist wasserabweisend. Heißt, ich kann die Tapete nicht einweichen und wenn, dann müsste ich die einritzen und dann bekomme ich trotzdem nur diese kleinen Teilchen ab. Was machen wir heute? Wir machen heute Furcht in der Mietwohnung. Und zwar machen wir Furcht, indem wir einfach die Tapete grundieren und dann einfach mit der Raufasertapete draufgehen. Warum ich dies grundiere und nicht einfach nur drauf tapeziere, ist ganz einfach, weil eine wasserabweisende Oberfläche, wenn ich da jetzt einfach nur mit Raufaser drauf gehe, würde der Leim unten drunter einfach nur trocknen und stellt keine Verbindung zum Untergrund her. Heißt einfach nur, die Tapete ist lose drauf, die kannst du dann eigentlich nur noch abziehen wieder oder wenn du streichen möchtest, kommen einfach nur Falten und Blasen und die Stöße gehen auf. Deswegen streichen wir wenigstens einen Haftgrund drunter, damit das auch ein bisschen hält. Also fangen wir mit dem ersten Schritt jetzt an, das Grundieren. Boah. Zum Grundieren nehme ich den Haftgrund von Brillux, der hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen. Eine große Rolle zum Rollen, die wurde schon mal benutzt, aber perfekt eingewickelt, sodass die nicht antrocknen und ich die jetzt wieder verwenden kann. Ein Pinsel und eine kleine Rolle für die Ecken, die wurden ebenfalls schon mal benutzt, aber perfekt eingewickelt, damit nicht antrocknet und ich die wieder verwenden kann. Einen Rollerstab und ein bisschen Klebeband, denn wir kleben jetzt erstmal Scheuerleiste und Türrahmen ab und dann können wir auch schon grundieren. Ist jetzt abgeklebt und jetzt wird grundiert und falls sich einer fragt, warum ist das denn Fusch? Fusch ist das in diesem Sinne, weil wenn Tapete drauf ist und ihr eine neue Tapete drauf machen wollt, dann heißt es die alte Tapete entfernen. In jedem Fall. Es gibt natürlich auch einzelne Fälle, wo es dann heißt, der Untergrund kann so bleiben bzw. grundiert und neu gespachtelt werden, wenn da irgendwelche Untergründe nicht abgehen wollen. Aber in diesem Fall Fließtapeten, Papiertapeten, alles was dran ist, immer einweichen und abmachen. Aber in diesem Fall möchte ich mir die Arbeit wirklich ersparen in einer Mietwohnung. So, der Haftgrund ist jetzt drauf und das muss jetzt erstmal trocknen. Und in der Zeit, wo das trocknet, bereiten wir uns jetzt hier unseren Platz zum Einkleistern vor, wenn man jetzt keine Kleistermaschine oder kein Kleister- bzw. Tapeziertisch hat. Freunde, wenn ihr jetzt keinen Tapeziertisch habt oder Kleistergerät, was an der Leiter hängt oder sonstiges, dann kann ich euch nur eins empfehlen, nehmt Maskenband, Klebeband und einen Zollstock. Ihr tut euch die Fläche ausmessen, die ihr benötigt und danach vielleicht 5 cm weiter alles mit Cover zuhängen und ringsherum nochmal mit Klebeband, denn dann habt ihr euren eigenen Tapeziertisch. We'll be right back.
So Freunde, wenn wir das alles gemacht haben, dann können wir jetzt unsere Tapete zurechtschneiden bzw. zurechtreißen und danach können wir die auch gleich einkleistern und zwar mit klumpenfreien Tapetenleim, wie ihr den macht. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung mein letztes Video bzw. klickt auf meinen Kanal. Guckt euch an, wie es am besten geht. Ich verlinke es euch auch nochmal hier oben und genau, lasst uns einkleistern. Nachdem wir unsere Tapetenbahn fertig gemacht haben, mache ich jetzt noch mal ein bisschen ein paar Löcher zu, damit es wenigstens ein bisschen qualitativ in Ordnung ist. Ein paar Löcher zu, derweil können die Tapetenbahn weichen und dann geht's los, Tapezieren. Wenn alles gut getrocknet ist, der Haftgrund sowie auch das Acryl, mit dem wir die Löcher zugemacht haben, wir können aber natürlich auch die Löcher professionell schließen mit Spachtelmasse, können es aber auch mit Acryl schließen, dann aber lange genug warten, mindestens 24 Stunden, aber immer dran denken, Acryl ist elastisch und Spachtelmasse fest. In dem Fall, wenn wirklich alles trocken ist, fangen wir an mit Tapezieren und dafür brauchen wir einmal eine Rakel, und eine Tapezierbürste und mit den beiden Geräten verschönern wir endlich unsere Wand. Freunde, die Wand ist jetzt tapeziert, sieht jetzt wieder wundervoll aus. Natürlich müssen wir das jetzt trocknen lassen und dann würde ich jetzt sagen, wir reißen das Klebeband ab, aufräumen und dann sehen wir uns morgen für das finale Ergebnis. So Freunde, wir haben das Ding jetzt einen Tag trocknen lassen und für in Pfusch sieht das schon echt wirklich, wirklich gut aus und ist echt top. Aber wie gesagt, im Streichen werden wir das jetzt noch nicht. Denn ich will erstmal alle Möbel rausräumen und alles, damit ich dann die gesamte Bude streichen kann. Das seht ihr dann aber im Umzugsvideo. Da werde ich für euch das hier alles abfilmen, wie es dann am Ende wirklich aussieht mit Farbe. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Videowünsche habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Glenn, wenn du das irgendwo einschneiden kannst oder so, dann mach's, ansonsten ist es weg. So jetzt.